Hallo meine kleinen Zombies, heute zeige ich euch meine ganzen Kakaokarten. Ja, also, wo fange ich an? Also das ist ein Ordner, den habe ich jetzt gestaltet für die Convention. Convention. Ihr seht, da ist mein Name drauf und ich muss erstmal ein bisschen drehen. Ich fand das so süß, dass die hier so kleine Kulleraugen haben, die Skelette, und das ist die Rückseite. Da sieht man noch ein bisschen den Hintergrund von dem Ordner durchscheinen, aber das ist nicht schlimm, weil es geht hier nicht um den Hintergrund, weil das Ding wird auf der Convention liegen. Da sind meine Auflagen drin. Die werde ich euch einmal kurz zeigen, wie ich das so gemacht habe. So. So ist die von innen. Hier blättert es leider schon ein bisschen ab, aber naja, ein bisschen Abnutzung ist vielleicht nicht schlecht. Sieht vielleicht nicht schlecht aus, weil es ist ja alles ein bisschen auf creepy gehalten. So, das ist jetzt, das sind jetzt alle, die ich habe. Ich habe einige aussortiert, die ich nicht mitnehme, weil ich will jetzt den Ordner nicht so dick machen. Ich glaube, letztes Mal waren die einfach überfordert, weil der Ordner war doppelt so dick. Ja, und dann habe ich das unterteilt in Spooky, und ihr kennt ja auch die Rückseiten mittlerweile von meinen Kakaokarten, die ich immer schön kitschig mache. Hier habe ich dann die Süßigkeiten. Hier Girls. Da habe ich am meisten von irgendwie. Ein paar Chibi, also wirklich ganz wenig, und halt Posterdrucke, also kleine A4 und so. Genau. Und das ist der Ordner, den ich mitnehmen werde. Achso, hier ist gar nicht so ein Ding. Ich fummel hier rum. Ich dachte, da wäre so ein Teil zum Verschließen dran. Nee. Gut. Und dann zeige ich euch jetzt den Ordner mit den Originalen, weil dann könnt ihr alle sehen. Kakaokarten, die ich gemacht habe. Und es sind, hier sind die Rückseiten übrigens nicht so schön bunt gehalten, aber das mache ich bei den Originalen halt so. 61 Stück. Hier habe ich noch ein paar Originale drin, also Vorzeichnungen, die ich dann so gemacht habe. Aber da ich jetzt alles in ein Skizzenbuch reinmache, habe ich diese einzelnen Zettel nicht mehr. So, und hier ist ein originales, da habe ich sehr lange dran gemalt. Ja, aber ich finde es mega schön geworden. Also es, manchmal habe ich echt so einen Lichtblick, da kriege ich es voll gut hin, was zu malen. Ne? Und manchmal, da regt es mich auf, wenn ich es nicht so hinkriege, wie ich es gerne hätte. Aber dann muss ich da eine Pause machen und ja, irgendwann geht es dann wieder. Aber ich glaube, das hat jeder Künstler. Ne? So, dann habe ich hier diese Lady. Die Proportionen stimmen nicht, deswegen gefällt mir das auch gar nicht mehr so gut. Das finde ich ganz süß, obwohl, ja, man sieht es eigentlich. Es ist an sich vielleicht ganz süß und so, aber man sieht, irgendwas stimmt mit der Perspektive dann nicht. Ne? Und das ist das, was mich nervt, dass ich das nicht so hinbekomme. Auch hier, guckt euch das Gesicht an. Glubschi lässt grüßen, ne? So. Da bin ich, mein Knuddelzombie. Das ist auch das, was ich als Profilbild habe und überhaupt. Und ja, dieses... Meine Güte, sind da Copic drauf gegangen, ne? Für diese Bilder, ganz ehrlich. Voll die Verschwendung. Und hier Alice im Wunderland, so eine Art. Da habe ich mir auch einen abgebrochen. Ne? So viel Kleinteile, also manchmal... Ja, bin ich sehr detailliert. So, das ist wirklich Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und ihr seht es, ich zoome euch mal kurz ran. Könnt ihr das besser sehen. Hier so ein Zombie. Also die finde ich ganz gut, die geht auch immer ganz gut. Und dann wird schon wieder komisch. Ja, der geht auch immer gut, der Marshmallow. Aber die anderen, ja, da, ich muss auch erstmal üben, ne, wie man hier Manga-Figuren zeichnet, weil ich habe sowas zuvor auch noch nie getan. Ja, den finde ich auch ganz niedlich. Ja, aber die Augen, ich muss auf jeden Fall noch sehr, sehr viel üben. Ach Mensch, diese Pulle hier kippt immer um, ne? Von dieses UV-Resin kippt dauernd um. Auch hier furchtbar, ne? Also das sind, ihr seht ja, die ganzen Sachen habe ich jetzt gar nicht mit drin für die Convention.
Und ich glaube den schon, weil den finde ich ganz gut. Wie gesagt, manchmal kriege ich es einfach voll gut hin. Der ist ganz süß, aber das geht mal gar nicht. Da sitzt man da schon länger an so einem Bild, es ist aufwendig gemacht und dann stimmt was mit der Perspektive halt nicht, ne? Der Eiswagen ist sehr süß und das auch. Ja, dann habe ich auch mal irgendwann versucht, Tiere zu malen und männliche Charaktere. Also das geht ja auch mal gar nicht, ne? Ja, den finde ich ganz gut geworden, aber das sind so die ersten Männer, die ich versucht habe zu malen. Das ist gar nicht mal so einfach. Irgendwie weiß ich nicht. Das ist nicht so einfach. Ja, der geht auch mal ganz gut. Und die immer gleich aussehen, nur andere Klamotten anhaben. Chibis. Ja, da habe ich noch mal versucht, Pärchen zu malen. Ach ja. Obwohl mir das ganz gut gefällt. Ist dann mehr wieder mein Stil. Das ist so Barbie. Deswegen gefällt mir das vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, hier habe ich den Winter Soldier versucht zu malen. Und hier ist es so. Wie habe ich die genannt? Zombie irgendwas? 60er Jahre Zombie. Ja, und die beiden finde ich natürlich mega cool. Also da habe ich echt einen Geistesblitz gehabt. Das habe ich so vorgezeichnet und dann dachte ich mir so, das ist irgendwie voll cool. Ah, da habe ich eine Kakaokarte draus gemacht. Ich habe ja noch viel mehr Zeichnungen, weil ich mache ja nicht aus allen eine Kakaokarte. Also mittlerweile, vorher habe ich aus jedem Mist eine Kakaokarte gemacht, um eine zu haben. Ja, die sind ja jetzt auch erst vor kurzem entstanden. Und ja, den Clown finde ich am besten, muss ich sagen. Der ist bei euch am besten angekommen bei Instagram, aber ganz ehrlich, der sieht dann auch so niedlich aus. Ich finde den ganz cool. Ja, und die Fright Guys, das sind ja die Karten, die ich nicht vertausche oder verkaufe. Die habe ich nur für die gemacht. Und ja, hier mein Mann habe ich versucht zu zeichnen. Der heißt auch, die Karte heißt auch Husband. Ja, und mein Mann sagte, der sieht aber nicht aus wie ich. Ja, sorry, Schatz. Ist halt nicht so einfach, dich als, ja, Figur zu zeichnen. Aber nun ja. So, und das waren jetzt meine Kakaokarten und mich würde ja mal interessieren, ja, wie ihr sie findet einfach und welches Thema euch am besten gefällt oder was ich so gemacht habe. Hier ist Spooky oder die Süßigkeiten. Ja, das Video ist kürzer als ich dachte, aber vielleicht reicht es auch. Vielleicht war ich zu schnell. Ich hoffe, ihr konntet jede Karte gut sehen und ja, sonst macht ihr halt einfach Pause zwischendurch. Nun denn, ich hoffe, das wird euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.